Eine besorgte Mutter alarmiert jetzt Muri Demir und Gino Meyer. Der schreckliche Verdacht, ihrem Sohn und ihrem Neffen ist etwas Furchtbares zugestoßen. Moin Moin, hallo Demir. Sie haben uns gerufen? Genau, Nadine Stöver eben. Stöver, mein, genau. Genau, mein Sohn und mein Neffe. Guten Tag. Sind nach dem Training nicht alle. Guten Tag, Nadine Stöver. Ich sollte die Jungs vom Training abholen, habe oben gewartet und... Das war einmal jetzt der Sohn und einmal der Neffe? Genau, der Sohn und der Neffe, der Fabio und der Robin. Und die sind einfach, ich weiß auch nicht, verschwunden nach dem Training, sind nicht gekommen. Ich saß oben in meinem Auto, normalerweise kommen die Jungs immer hoch. Und dann habe ich gedacht, 20 Minuten habe ich gewartet, die ganzen Leute kamen, haben ihre Kinder abgeholt. Ja. Und manchmal sind sie ein bisschen trödelig, ja, aber sonst sind sie immer pünktlich. Und normalerweise ist also schon öfters vorgekommen, dass sie gar nicht hier waren dann, also oder? Doch, dass sie nicht da waren, ist noch nie vorgekommen, aber das sind mal ein paar Minuten länger noch gemacht haben, das war jetzt noch normal. Dann bin ich reingegangen, habe mich umgeschaut und ich würde Ihnen das gerne zeigen. Es ist totales Chaos. Ihre Sachen sind auch noch da. Der Trainer oder so, der ist auch nicht hier? Der Trainer ist auch nicht da. Auch nicht da. Ich habe auch bei ein paar anderen Eltern angerufen, ob die Jungs mitgenommen haben, aber es sagt jeder, es wäre heute ganz normales Training gewesen und die Jungs waren da. Ihre Sachen liegen auch noch hier. Okay. Ja. Energy Drinks. Ist das normal? Also ich denke nicht, dass das von denen ist. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß es auch nicht, aber... Mal eins, zwei... Aber es sind auf jeden Fall denen ihre Jacken. Alkohol ist nicht dabei. Aber vier große Dosen Energy. Fünf, sechs, da hinten sind noch welche. Also entweder haben die hier so eine Energy-Party gemacht hier oder ich weiß es auch nicht. Ist jetzt auch erstmal sekundär. Primär ist jetzt erstmal, dass wir die beiden Jungs mal eventuell auffinden. Sind Sie schon komplett durchgegangen? Ich bin komplett durchgegangen, aber ich möchte Ihnen noch was anderes zeigen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt paranoid werde, aber das sieht aus, als wäre das Blut. Ich mache mir wirklich große Sorgen, dass irgendwas zugestoßen ist. Guck mal. Ja. Das ist Blut, ne? Ja. Scheiße. Aber wenn irgendwas passiert wäre, hätte mich der Trainer ja auch angerufen. Deswegen fahren Sie ein bisschen runter, alles gut. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht gleich sofort den Teufel an der Wand malen. Ja. Wir gucken uns mal hier rum. Okay. Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt hier in dem Bereich noch gar nicht geguckt, gucken wir mal rum. Kann das sein? Wie alt sind die? 12, 13? 12, 11. Genau. In dem Alter sind die mal ein bisschen mal verträumt und laufen vielleicht hier, wenn Sie auch wahrscheinlich ein bisschen Energy Drink getrunken haben. Wir gucken mal. Ja. Kommen Sie einfach unauffällig mit. Als Muri Demir und Gino Meyer laute Musik hören und dieser folgen, treffen sie auf zwei alte Bekannte. Hey, Jungs! Ja? Wir kennen uns so, oder? Ja, ja, ist gut. Einer von euch heißt Manuel. Ja, richtig. Ja, Marcel und Manuel. Ne? Moin, moin. Alles gut bei euch? Ja, grüß dich. Ja? Alles gut? Was seid ihr so ängstlich? Wieso ängstlich? Seid ihr wieder aktiv? Oder? Was heißt denn ihr aktiv, bitte? Ja, wir kennen uns ja. Ne? Ihr seid uns ja schon einige Mal, sag ich mal, auf der Wache zu Besuch gekommen. Oder wir haben euch da hingebracht. Richtig? Ja, auf dem Kaffee vorbeigekommen. Ja, auf dem Kaffee, genau, richtig. Schau mal, unabhängig. Machen wir die Musik ein bisschen laut. Genau, machen wir die Musik mal ein bisschen leise. Wir haben mal ein paar Fragen an euch, ne? Perfekt, danke dir. War die erste Frage mal. Was habt ihr eigentlich in die Tasche reingepackt? Gar nichts. Du hast schon wieder so ruckartig, komm. Ne? Ja, aber was soll das denn jetzt hier? Alles können gut, wir nicht einfach mal hier rumsetzen oder was? Komm mal runter. Ne? Ich bin ganz freundlich, also deswegen, genau, fahr mal ein bisschen runter. Alles wird gut, ne? Oder hast du was zu verheimlichen? Wir haben nichts zu verheimlichen, wir wollen nur in Ruhe chillen. Was soll das denn? Ist das jetzt ehrlich nötig? Ja, natürlich ist das nötig. Sag mal, du kennst mich doch, oder? Wenn ich einmal frage, ich höflich, maximal zweimal, ne? Und beim dritten Mal bin ich nicht höflich. Wenn sein muss. Natürlich. Genau. Ihr habt ja nichts zu verbergen. Wir arbeiten uns sonst auch ganz gut zusammen. Ist eigentlich unnötig. Ja, unnötig. Gucken trotzdem mal. Aber habt ihr zwei Jungs gesehen? Vielleicht im Fußballdress oder irgendwie sowas? Nee. Die haben auch natürlich Energy dabei, aber das ist eine andere Sorte. Oh, Fleisch. Habt ihr das? Ist ihr weggepackt, oder was? Ja. Leckerchen. Ihr seid schon über 18, ne? Ihr wart 20, 22 oder was die Ecke wart ihr, ne? Genau. Ist denn noch jemand offen zur Zeit? Wo habt ihr die Flasche her? Jetzt mal ehrlich. Nicht höflich, ehrlich. Wo habt ihr die Flasche her? Ja, gekauft. Habt ihr wieder langarm gemacht? Was ist denn jetzt? Habt ihr langarm gemacht oder nicht? Ja, was soll das denn sagen? Wir stehen hier rum, wollen in Ruhe was chillen. Du machst dich mit dir an, oder was? Chill mal. Fahr mal runter. Ne? Die sind korrekt. Frag deinen Kumpel mal, fahr mal runter. Okay? Deswegen. Halt den Ball mal flach, ne? Bevor wir hier Ebbe und Flut spielen, ganz ruhig. Okay? Wo habt ihr hier die Flasche? Ja, wir haben die gekauft. Gekauft habt ihr die? Ja. Dann kaufe ich das euch jetzt mal heute mal beziehungsweise auch mal ab. Nochmal die Frage, Jungs habt ihr hier nicht gesehen, ne? Zwei Jungs im Alter von 11, 12, 13 Jahren. Wir sind hier am Chillen, wir haben nichts gesehen. Fußballdress oder so gar nicht gesehen. Nach einem Platzverweis sind die beiden Männer entlassen. Plötzlich entdecken die Beamten einen Jungen, der offenbar auf der Flucht ist. Was ist das? Fabio! Ist das der Fabio? Fabio! Fabio! Ganz ruhig. Kann ich mal hier fragen, was hier los ist? Du bist wer?
Fabio. Fabio ist der Sohn oder der Neffe? Neffe. Okay. Du bist wer? Ich bin der Trainer. Pass mal ein bisschen auf den auf. Okay. Die ganze Zeit, wir hatten heute Training gehabt. Ich lasse dich jetzt mal los, ne, ohne dass du hier jetzt ein bisschen aggressiv wirst, okay? Sonst liegen wir relativ schnell unten. Gut. Die ganze Zeit ist ja schon die ganze Zeit am Ausflippen hier. Ja. Ich weiß, ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die ganze Zeit suche ich ihn schon. Er war nicht auffindbar. Ich muss ihn ja schützen. Wo ist denn der Zweite? Genau, wo ist denn der Zweite? Hier fehlt noch einer. Keine Ahnung. Wie weiß ich nicht. Fabio, wo ist der andere? Weiß ich nicht. Du bleibst schön hier, ne? Wird nicht wieder stiften gegangen. Ist total tappelig. Was bist du denn hier am Rumtappeln? Hast du Energydrinks getrunken? Nein. Habt ihr die Dosen da, die in der Umkleide sind? Habt ihr die getrunken? Du hast total Herzrasen. Weiß ich nicht. Komm her zu mir. Weißt du nicht? Komm mal zum Kühler. Hat wenigstens 130. Gut, die sind jetzt hier gerannt. Das ist wenigstens 130, 140er Puls. Hast du jetzt was getrunken oder nicht? Weiß ich nicht, nein. Komm, ihr habt die Energy-Drinks getrunken, du bist total aufgekratzt. Du bist ja auf Wolke 57 irgendwo unterwegs. Ha? Wo ist dein Kumpel? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Echt nicht? Nein. Ist wichtig. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Ich glaube, er wollte auf die Toilette, weil ihm übel war. Er wollte, glaube ich, kotzen. Denn? Während die Energy Drinks bei Fabio offenbar aufputschend gewirkt haben, sind sie seinem Cousin Robin auf den Magen geschlagen. Alles gut? Alles gut, komm. Setz dich mal hin. Setz dich mal hin, nehm dich mal jemand. Du bist wer? Kannst du mir den Namen sagen? Robin Störer. Robin bist du, ne? Gut. Kannst du mir mal sagen, was du getrunken hast oder was du gemacht hast? So eine Dose Energy. Und zwar hier. So ein Energy Drink, das, was in der Umkleide ist? Ja. Ein bisschen mehr oder ein bisschen wenig? So drei Dosen. Drei Stück? Junge, du weißt, dass das nicht gut ist, ne? In deinem Alter, wie alt bist du? 11, 12? 11. 11 bist du, das war in dem Alter. Aber warte mal, der Kollege ruft jetzt gerade einen RTW. Nicht gleich erschrecken. Die können sich das mal angucken, ja? Kann sein, dass es vielleicht damit was zu tun hat, dass du übrigens zu viel getrunken hast. Ich hoffe, es war jetzt nur Energy Drink, also keine alkoholische Sachen oder so, ne? Oh mein gut. Gott. Von wem habt ihr die Dinger denn? Von meinem Sportlehrer. Von dem Trainer? Ja. Habt ihr die immer nach dem Fußballtraining oder war das jetzt heute das erste Mal? Erste Mal. Und weswegen? Weil ihr einen Erfolg hattet, oder? Ja, wir haben ihm halt so ein bisschen geholfen. Ja. Und dann hatte der die hinten im Kofferraum und dann hat er uns halt welche geschenkt. Achso, als Dankeschön hat er gesagt, dann könnt ihr trinken. Und dann habt ihr dann gleich statt ein nur gleich zwei, drei, vier. Ja, wir sind ungünstig, nicht, ne? So schlecht ist. Ich habe einen RTW gerufen, ich gehe raus, den einweisen. Alles klar, super. Gut, ja, wir warten mal. Wenn es ganz schlimm wird, sagst du Bescheid. Aber ruhig langsam atmen, ja? Dann ist es auch mit den Krämpfen im Magen ist es auch nicht so schlimm. Mhm. Dann sollte für dich vielleicht für nächstes Mal auch eine Lehre sein, ne? Maximal eins, wenn überhaupt. Nein, überhaupt gar keine. Genau, mit 11 Jahren überhaupt Energy Drink. Nicht, dass wir hier gleich hier abheben, ne? I believe I can fly gleich. Mit der Vergabe der Energy Drinks an die Schüler hat sich der Trainer strafbar gemacht. Darüber klärt den Ahnungslosen jetzt Polizeihauptkommissar Muri Demir auf. So, zu dir nochmal. Ja. Du wolltest ihn aufhalten, mit welchem Hintergrund? Ich wollte sie aufhalten, ich wusste nicht, wo sie waren. Sie waren die ganze Zeit aufgebracht. Hast du ein bisschen Sorgen gemacht? Hab mir Sorgen gemacht. Und dann habe ich ihn hier gesehen, bin ihm hinterher und im Eifer des Gefechts hat er mir eine verpasst. Gut. Und mit den Energy Drinks? Also solltest du es eigentlich als Trainer wissen, ne? Das ist jetzt keine Straftat, aber solltest du es, ich sag mal, als Erwachsener wissen, als Trainer wissen, dass man den Jungs mit einem Alter von 11 Jahren, 12 Jahren hier nicht Energy Drink gibt, ne? Weil sonst fangen die an, wieder jeder eine halbe kleine Dose, aber Jungs, nicht jeder drei. Jungs haben mir vor dem Training Ostern geholfen und ich habe mir Multivitaminsaft jetzt auch gereicht, ne? Ja, vermutlich. Ja, ich trainiere die Jungs seit 3 Wochen. Ich war mir der Fahr gar nicht bewusst und mir tut es auch ohne dich leid. Ja. Haben wir seine Personalien eigentlich schon? Nee, haben wir noch nicht. Ich möchte mal ganz kurz eine Sache sagen, ja? Ich habe dafür kein Verständnis. Ja. Es steht auf den Dosen sogar drauf. Da brauchen Sie auch nicht so das, zu tun. Das haben wir nach dem schon Motto habe ich nicht gewusst. Ja. Beim Günther, beim letzten Trainer, Sie sind ganz neu dabei. Der hat sowas niemals gegeben. Sie sind verletzt, den Kindern geht es nicht gut. Ich weiß nicht, nur weil man Fußball spielt, heißt das nicht, dass man Trainer werden kann. Sie sollten wirklich mal darüber nachdenken. Sie werden sowieso überhaupt nicht mehr weiter als Trainer machen. Dafür werde ich sorgen. Das war auch gar nicht meine Absicht. Wie gesagt, es sollte ein kleines Dankeschön sein und mir tut es auch unendlich leid. Ja? Ja, bei den Energy Drinks muss man natürlich immer wieder aufpassen. Ja, als Erwachsener sollte man davon absehen, dass man halt, ich sag mal, Kindern in 11 Jahren, 12 Jahren oder 13 Jahren von mir aus solche Getränke, ich sag mal, ja, zur Verfügung stellt. Es ist bestimmt jetzt auch nicht unbedingt ein böser Wille dahinter gewesen, eigentlich nur eine nette Geste. Aber grundsätzlich muss man eben halt damit aufpassen. Da steht auch eigentlich fast auf jeder Dose drauf, dass davon eben halt die Kinder nicht Gebrauch machen sollten, weil der Körper noch nicht so weit ist, dass man das auch relativ zügig wie ein Erwachsener es auch abarbeitet. Arbeiten kann. Ich bin mal so frei. Ja, nein. Aber ich fühle, alles ist soweit weich. Brauchen Sie keine Sorgen machen. Der Blutdruck ist ein bisschen hoch.
Puls also, auch erhöht, aber... Alles im grünen Bereich, sagst du? Alles relativ im grünen Bereich, und ja. Er? Der ist happy. Er ist, ja, der hat ist, sich langsam ausgetobt, sag ich mal. Ja. Und, wie fühlst du dich? Es geht. Total ich frei, bin Daniel, ne? Wie heißt du? Fabio. Hallo Fabio. Ja, ein bisschen schneller Puls, aber kräftig, gleichmäßig. Nö. Schau mich mal an. Ja. Als, für uns jetzt als Laien, ne? Müssen wir uns da jetzt Sorgen machen, dadurch, dass er jetzt ein oder zwei Dosen jetzt getrunken hat. Ich denke mal, im Laufe der Zeit baut er das wieder ab. Er hat es gut überstanden, er hat einen Tropfen zu viel. Ja. Nimmt den mit, oder? Den definitiv ins Krankenhaus. Okay. Fahrt wohin? Ins nächstbeste hier um die Ecke. Okay. Die beiden Jungs haben sich schnell von den Folgen des Verzehrs der Energy Drinks erholt. Der Trainer wurde entlassen.